und herzlich willkommen zu Dragon Age Origins. Moment, ich schalte mal eben hier alles ein, so. Boah, ja, zu einer spannenden Aufgabe Dragon Age Origins sollte ich vielleicht sagen, weil in letzter Zeit ist die Aufnahme fast spannender als das Spiel. Dem guten Dad habe ich das schon geantwortet auf seinen Kommentar, weil ich habe eigentlich immer irgendwelche Probleme. Das Spiel schmiert ab, haben wir ja schon erlebt. Die Farben stimmen auf einmal nicht mehr oder aber es will mich einfach mobben, indem es den Gegnern Fähigkeiten zugesteht, die eigentlich nicht sein dürften. Wie zum Beispiel durch Wände schießen, was normalerweise nicht geht. Aber egal. Ja, letzte Mal also haben wir die Seitengassen gereinigt. Wir haben dieses angeblich leerstehende Gebäude besucht und dort eine Horde, eine Gruppe Magier, Blutmagier zerschlagen, die offensichtlich die Chefs dieser Gaunerbanden der Seitengassen war. Und ja, nun können wir zum einen natürlich unsere Belohnung abholen bei dem Feldwebel Kylon, wie heißt er? Moment, ich muss eben gucken. Kylon meine ich. Hier bei der Gemeinschaft der Magier können wir noch was abholen. Ich weiß gar nicht, ob wir haben. Können wir da was machen? Das glaube ich nicht am Anschlagebrett. Ich weiß nicht, ob wir da was gelöst haben. Ich denke nicht. Ja, für die Kantorin Rosamund. Das ist. Na, Rosamund ist, glaube ich, die auf. Es war für euch und eure Mutter sicher sehr schwierig, Murrigan, euch ständig vor der Kirche und ihren Jägern zu verstecken. Euer mitleidvoller Ton ist ebenso unangebracht wie überflüssig, alte Frau. Unser Leben war in keinster Weise von Schwierigkeiten geprägt. Aber hin und wieder ist doch sicher jemand auf euch aufmerksam geworden. Und macht hin oder her, niemand will den vollen Zorn der Kirche auf sich lenken. Bisweilen kamen Jäger in die Wildnis. Sie gingen nie wieder fort. Und das hat nie das Interesse der Kirche geweckt? Es fällt mir schwer, das zu glauben. Es gibt sicher vieles, was ihr kaum glauben könnt. Etwa, dass ihr selbst eine Hundeleine tragt und das auch noch schätzt. Es gibt gute Gründe dafür, dass die Welt Magier fürchtet, obgleich wir die besten Absichten haben. Eure besten Absichten vielleicht. Mich geht diese Furcht nichts an. Ja, also wir merken, die beiden sind richtig dicke Freundinnen, denen geht's richtig gut. Ich wollte sagen, die Rosamunde, die ist, glaube ich, die Verantwortliche für das Anschlagbrett oder nicht? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ne? Kirchenproblematik kennt man ja, die Kirche, die muss sich ja in alles einmischen. Ach, da die Sarah, die wollten wir ja an für sich auch anquatschen. Und da ist, glaube ich, das Spiel abgebrochen. War da nicht irgendwas? Irgendwas war da. Ja. Ich hoffe, es bricht nicht wieder ab. Guten Tag. Guckt euch das an. Habt ihr gesehen? Grafikfehler. Ich glaub's nicht. Ich glaube es nicht. Ich werde jetzt Folgendes machen, liebe Leute. Wenn ich schon sehe, dass wir hier wieder diese Grafikfehler haben. Ein Leben und einen Tod gibt. Ich werde jetzt sofort abbrechen. Es gibt nur einen Gott und er ist unser Erbauer. Offensichtlich hängt das mit dieser Sarah oder was auch immer zusammen. Ich werde jetzt sofort abbrechen und neu starten. Und dann hoffe ich. Speicher mal eben. Ich hoffe, dann geht's wieder. Ihr merkt, ne? Also die Aufnahmen sind echt spannend, muss man wirklich sagen. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder zurück. Die kurze Unterbrechung hat dann doch mal eben so eine Viertelstunde gedauert, weil das Safe Game hat nicht funktioniert. Das heißt, ich musste wieder zurück auf den letzten Speicherpunkt. Und der letzte Speicherpunkt war der Punkt, kurz bevor wir den Entscheidungskampf mit dem Magier hatten. Das heißt, ich musste also nochmal den Endboss besiegen und dann hier zurück nach Denerim. Offensichtlich gibt es ein Problem hier mit der guten Sarah. Die darf ich nicht anticken oder antippen. Vielleicht erst, wenn die Quest da ist. Keine Ahnung, ebenso auf jeden Fall. Wie es nur eine Welt, ein geht das Leben so nicht. Einen Tod gibt, ja, jetzt funktioniert so alles gibt wieder. Es nur einen Gott und er ist unser Erbauer. Diejenigen, die ihre Liebe falschen Göttern schenken, sind Sünder. Was? Es wird keine Nachspeise erwähnt? Ja, haben wir ja noch nie gehört, ne? Wir gucken mal hier in die Anschlagetafel. Ich werde es tun. Anschlagtafel, da gibt's nichts. Kriegen wir irgendeine Belohnung? Gesegnet seien die Hüter des Friedens, die Kämpfer für die Gerechtigkeit.
Ebenso wie ja, es nur oh, 4 Gold haben wir sogar bekommen. Welche Quest haben wir? Ach, das Gesetz der Gassen. Ein Leben das und war's, ein ja. Tod gibt, ich habe keine so Ahnung mehr, wer mir da jetzt im Einzelnen die Aufträge erteilt hat. Die Liebe falschen Göttern schenken, sind Sünder. Was? Es wird keine. So, was haben wir hier? Die wartet aber nicht auf uns, ne? Hier ist ein kleiner Bonus, als Zeichen der Freundschaft. Ja, danke. So, was war das? Ach, die blutigen Warnungen, ja. Gut, das haben wir auch erledigt. Und jetzt müssen wir noch zu dem Feldmarschall oder Hauptmeister oder Feldwebel. Mein Gott, ich war da bei der Bundeswehr. Auch zum Feldwebel Kylon. Schön, dass ihr zurück seid. Ja, braucht ihr noch was? Aus der Taverne zum müden Adligen kommen Beschwerden, dass einige Söldner dort eingedrungen sind. Es gab keine Gewalt, aber vermutlich stören die Söldner die Adligen bei ihrer feinen Konversation. Jagt das Pack einfach dort hinaus. Die Wirtin stört sich nicht an ein wenig Blutvergießen oder Sport, wie sie es genannt hat. Der Hauptmann meinte, Denerim würde ein paar tote Söldner nicht vermissen. Tut, was ihr tun müsst und viel Glück dabei. Also... kaputt hauen. Gut, werden wir machen. Vorher gucken wir uns jetzt mal auf den Markt um. Na, wir haben ja hier noch so eine Tüte. Ne, so die eine oder andere Truhe. Ein paar Feuerpfeile. Jetzt muss ich mal eben schauen. Habe ich nicht in meinem zweiten Set? Ja, ich habe Eispfeile. Okay. Morrigan hat die Feuerpfeile. So. Morrigan hat Feuerpfeile. Vin hat gar nichts als zweites Set. Warum hat die denn gar nichts? Das ist irgendwie nicht richtig, ne? Aber ich habe auch im Moment nichts. Moment. Oh, der Alistair hat auch Feuerpfeile, ist aber full. Ja, dann. Ach, wir haben ja hier noch den. Aot oder das die Aot ist eine Axt. Hm. Besser als das Langschwert, oder? Kritische Trefferchance ist nicht so gut. Rüstungsdurchdringung ist besser. Stärke-Modifikator 1,1 ein bisschen höher. Kritische Trefferchance im Nahkampf 3%. Naja, 3%, ganz ehrlich, ne? Drauf geschissen. Feuerresistenz. Okay, Feuerschaden, man kann es auch noch ein bisschen pimpen. Aber ich lasse, da bleibe ich hier, den kann ich auch noch pimpen. Da bleiben wir erstmal dabei. Was haben wir hier? Minus 500 Kälteresistenz. Ja, aber die Schneide ist besser. Ganz ehrlich, die hat zwar weniger Schaden, aber guckt euch mal die kritische Trefferchance an. Die ist dreimal so hoch. Also 4,5 zu 1,5% ist jetzt nicht so wahnsinnig, aber ne, sie ist halt dreimal so hoch. Die Rüstungsdurchdringung ist höher. Stärke-Modifikator ist nicht so gut, klar. Aber dann kommen noch 5 Schaden auf jeden Fall dazu. 3% kritische Trefferchance im Nahkampf, dann haben wir da auch. Und 4 Angriff, das heißt... gibt noch ein bisschen mehr Power. Out hätte sowieso plus 1 Feuerschaden. Okay, wir sind jetzt vereist. Vereisen könnte ich Out auch noch. Ich bleibe trotzdem erstmal bei der Schneide. So, aber vielleicht ist das noch was für die anderen. Oh, was haben wir hier? Dankensschwert. Die Rüstungsdurchdringung von der Schneide ist natürlich der Hammer. 3 Klugheit plus 3 Willenskraft. 2-mal Ausdauer. 4 Schaden gegen dunkle Brut. Ja, ich würde sagen. 6 Schaden gegen dunkle Brut hat die Marek's Klinge. Also da bin ich jetzt schon am überlegen, ne? Weil da ist natürlich der Schaden 10,5. Ist natürlich schon mal ein Brett, ne? Muss man sagen.
kritische Trefferchance 3%, Rüstungsdurchdringung 3,5. Ich krieg Willenskraft und Klugheit. Ist da was? Die nehmen wir. Da sage ich einfach jetzt mal, machen wir. Machet, Otze. So. Warum kann der die... Ach, der hat nicht die genötige Geschicklichkeit. Das ist dann noch was für Liliana. Eventuell. Müssen wir mal schauen. Wir lassen das erstmal so. Jetzt muss ich erstmal wieder... Das regeneriert Wächter? Gerade. Ja, der Wächter möchte einmal das. Und dann so nochmal. Zack, damit wieder alles vereist ist. Dann... Regenerationszeit 30 Sekunden. Meine Fresse. Na dann komm. Komm. Ja. Betrachtet es als erledigt. Okay. Das. Hier ist auch soweit alles. Er muss hier noch seinen Schildwall machen. Und nun können wir los. So. Ja, Leute, das muss zwischendurch sein. Ab und zu muss man mal immer wieder alles anpassen. Da haben wir die Liselle, mit der können wir uns unterhalten. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht wieder ein Problem kriegen. Guten Tag. Ziemlich viel los auf dem Markt, nicht wahr? Ruht euch hier aus. Ich habe die beste Auswahl an Blumen und Duftölen aus Orle in ganz Denerim. Für eine Freundin vielleicht. Rosen öffnen das Herz jeder Frau, wisst ihr? Ich möchte etwas Praktischeres. Damit können wir dann, glaube ich, handeln. Was gibt es auf dem Markt zu sehen? Das finden wir auch so raus. Aber wir fragen sie mal, woher sie kommt. Ich bin aus Orle. Davon habt ihr sicher schon gehört. Denerim ist eine schöne Stadt, aber ich vermisse meinen Val Royaux. Um diese Jahreszeit ist es besonders schön. Es wird in dem Spiel so viel über Orle gesprochen. Ich hätte mir gewünscht, dass es mal ein Add-on oder so gibt, wo man Orle auch besuchen kann. Das wäre geil gewesen, ne? Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie Beauclair von Witcher. Witcher 3. Ne? So ein bisschen stelle ich mir das vor. Also das Land. Die Stadt Beauclair, nicht das Land. Oder ja, Toussaint könnte so eine Art Beauclair, so eine Art Orle sein. Oder Val-Rayon. Ne, Val-Rayon ist die Stadt und Orle ist das Land. So. Warum seid ihr dann da weg? Orle hat sehr viele Vorteile, aber es ist bisweilen nicht sehr vorteilhaft dort, eine Bürgerliche zu sein. Mein Bruder hatte Ärger mit einem Chevalier und kurz darauf sind wir weggegangen. Das sind doch Ritter, ne? Ihr wisst hier nur wenig über Orle. Die Chevaliers sind Ritter von höchstem Stande. Sie sind die geschicktesten auf der ganzen Welt. Ihre Disziplin ist legendär. Für ihre Dienste bekommen sie... Privilegien. Sie können mit allen niederer Herkunft machen, was immer sie wollen. Und welcher Art waren eure Schwierigkeiten? Ein Chevalier interessierte sich für mich. Es war sein Recht, aber ich wollte es nicht. Mein Bruder schlug ihm voller Wut eine Kanne auf den Kopf. Das gilt fast schon als Hochverrat. Wir sind noch in der gleichen Nacht hierher geflohen. Ich finde auch, der Bruder hat das Richtige getan. Wo ihr herkommt, mag das gelten, aber bei den Menschen ist das oft nicht so eindeutig. Viele verehren die Chevaliers für ihr Können, ihre Ehre und ihre Taten. Andere machen nur ganz leise Schritte, wie die Maus im Bau der Katze. Entschuldigt mich. Mir ist ein wenig schwindelig. Ja. Könnten Sie jetzt nochmal anquatschen? Machen wir später. Weil ich möchte gerne... Müssen wir dem nicht was sagen? Was ist? Ich habe zu tun. Ich habe eine Nachricht von eurem Meister. Was besagt sie? Ich wusste, dass das geschehen würde. Ausgerechnet jetzt, wo langsam alles gut wird. Nun, ich nehme an, ich sollte euch danken, hm? Das sind die Entlassungsschreiben. Ich wusste, da war doch was. Findet die verbliebenen Schüler und gibt ihm die... Ne? Einer ist in Orsama, der auf dem Weg nach Orsama. Und zwei sind in Denerim.
Wo war denn der zweite? Eine Truhe kriegen wir nicht auf. Das weiß ich. Na, noch mehr Feuerpfeile. Die hier. Die kriegst du ums Verrecken nicht auf. Die gehört, glaube ich, zu der zum DLC von Leliana. Deswegen kriegen wir die hier nicht auf. Da müssen wir nämlich irgendwas klauen. Zwergenhandwerk, feinstes Zwergenhandwerk, direkt aus Orsama. Etwas Besseres findet ihr nicht. Aber erstmal gucken Willkommen wir mal. Willkommen zurück. Ne? Das war. Möchtet ihr euch noch etwas anderes ansehen? Wir haben nur die herausragendsten Waren, direkt aus Orsama. Jedes dieser Stücke trägt halt das Qualitätssiegel des Vaters meiner Frau, des besten Schmiedes in ganz Denerim. Alter Laberkopf. Himmelarschen Donnerwetter. Also, erstmal möchte ich. Wollte ich sagen, hier dieses Spiel erstmal beenden und dann gucken wir mal, je nachdem, ob es euch gefällt oder nicht, ob ich weitermache. Im Moment würde ich eher tendieren, nein, wir machen nicht die weiteren Spiele, aber wir sind ja noch mittendrin, es kann sich ja noch entwickeln. So, die packen wir hier alle weg, davon kriegen wir nämlich reichlich noch. Kann auch weg. Ja, das kann alles weg. Stärke 38 haben wir noch nicht. Die werden wir auf jeden Fall dem guten Alien anziehen. Morgans Robe. Packen wir weg. Werden wir nicht mehr anziehen. So, Silberring. Speicher der Dalish. Elektrizitätsschaden. Den bewahre ich erstmal noch auf. Berserker will ich im Moment noch nicht sein. Private Dokumente können weg. Haben wir hier noch Silberkelch, kann auch weg. Ist zu nichts gut, außer zum Geld machen. Die ganzen Smaragde, Topase, Saphire, Malachite, das wird alles aufbewahrt. Können wir im späteren Verlauf noch gebrauchen. Das weiß man halt, wenn man das Spiel ungefähr 10.000 Mal gespielt hat. So, was haben wir hier denn noch? Diese ganzen Geschichten hier. Das kann alles weg. Das nutze ich eh praktisch nie. Ja, nimmt nur Platz weg. So kriegen wir noch ein bisschen Geld. Schön wäre es, wenn wir hier noch so ein bisschen... das ist ärgerlich. Es wäre schön gewesen, wenn wir jetzt irgendwie noch so ein bisschen Elfenwurzel bekommen hätten. Aber da müssen wir mal zu den Dalish. Da kriegen wir reichlich. Damit wir wieder Heiltränke machen können. Da sind wir nämlich nicht so gut mit bestückt. So, dann war einmal hier hinten, war glaube ich alles erledigt soweit. Ne? Hey, die Wunder von Faith. Al Eamon hat mir hier mal eine kleine Golempuppe gekauft, als ich klein war. Richtig klein. Okay. Ich war hier doch schon drin, oder? Nicht im Lagerhaus hier. Da waren wir doch, Himmelarsch. Bin ich jetzt, habe ich jetzt Halluzinationen? Auf den Klopfen öffnet sich ja eine Tür. Jetzt gebe ich hier in die kleine bemalte. Mal ganz ehrlich. Oder hatten wir das in der Ende der letzten Folge gemacht und dann bin ich erst zurück und weil ich ja jetzt nochmal neu beginnen musste, war das noch nicht. Es ist eine Woche her, deswegen, weil ich zweifle langsam an meinem Verstand. Wir waren doch da drin. Wir haben doch die rote Jenny schon erledigt gehabt, ne? Also ganz ehrlich, na komm, Wunder von Tetras ist ganz interessant. Hier gibt es jede Menge zu lesen. Und, zum Beispiel von Denerim. Das, ne, ihr wisst, ne, wer es lesen möchte, der liest sich das durch. Ich sack mir nur die Punkte ein. Gibt noch so einen geilen Gürtel. Da kriegt man nicht 50, sondern 75 Punkte. Ach ja, hier ist ja auch der Schüler. So, tschüsschen. Ja, was ist? Mach das kurz. Ja, hier, ganz kurz und bündig. Du bist weg. Lass mich mal sehen. Ich wusste es. Ich habe dem Mann die besten 7 Wochen meines Lebens geopfert. Nun, ich schätze, jetzt muss er mich nicht mehr herumschubsen. Ha!
Die besten 7 Wochen seines Lebens. Beeindruckend. So, wir sammeln weiter. Was haben wir hier? Die Geografie von Tedas. Ah. Auch sehr interessant. Ob es glaubt oder nicht, ich habe das alles gelesen. Ich habe es wirklich alles gelesen. Nur wenn ich das jetzt noch vorlesen würde, wird das Let's Play das ohnehin schon sehr lang werden. Alles Tant, genau wie ich. Hm, ist das eine authentische Fruchtbarkeitsschnitzerei der Chasent? Ah, Morrigan, hä? Da wirst du gleich schwach. Ja, wenn ich das noch alles vorlesen würde, dann... Keine Ahnung, 300 Folgen machen oder so. Die Geschichte der Kirche, Kapitel 4. Haben wir denn die Kapitel... Das 2, 1, Kapitel 3 fehlt noch. Wenn ich das dritte Kapitel finde und damit alles komplett habe, dann werde ich das Ganze nochmal für euch... Moment. Symbol bis Symbol und dann so. Und dann so. Ne? Dann werde ich das Ganze nochmal einmal durchlaufen lassen, damit ihr das auch komplett lesen könnt, wenn ihr das möchtet. So, was haben wir hier? Noch eine Schriftrolle. Die Kunari. Die werden im zweiten Teil sehr viel wichtiger, den sie ja leider total verbaselt haben. Kann ich mich immer noch aufdrehen. Der zweite Teil von Dragon Age hat so viel Potenzial. Da sind so ein paar ganz gute Ansätze drin. Da haben sie so eine Scheiße rausgemacht. So ist das, wenn man zu schnell zu viel haben will. Scheiß EA. Hin und wieder muss man das mal sagen. Eona! So. Ja, was ist Eona? Wer ist Eona? Was gibt es dazu zu sagen? Hier könnt ihr es lesen. So. Dann sind wir durch. Ja, alles erledigt. Wunderbar. Dann reden wir mal mit dem guten Mann hier, mit dem Besänftigten. Richtig geile Sachen, aber der ist auch relativ teuer. Wenn mich willkommen bei den Wundern von Thedas. Wir führen Gegenstände aus der Fertigung des Zirkels sowie zahlreiche Antiquitäten. Möchtet ihr euch etwas davon ansehen? Aber natürlich. So, das sind wir. Das ist er, ihr seht, ne? Ja, mal gucken. Wie sieht's denn mit den Getränken aus? Da haben wir auch noch genügend da, die können wir selber herstellen. Aber hier ist die Rezeptur des Mächtigen. Was haben wir denn? Wir haben stark, mächtig, weiß ich nicht, also mächtig. 56 Gold haben wir. Die Rezeptur des starken Lyriumtranks, die macht, glaube ich, vielleicht eher. Jetzt muss ich mal eben schauen. Moment, wir haben Morrigan. Morrigan kann schwach und normal herstellen. Was im Grunde auch schon reicht, muss man ganz klar sagen. Ja? Im Grunde reicht das. Ups, jetzt mal rausgehen. Willkommen bei den Wundern von Thedas. Wir führen Gegenstände aus der Fertigung des Zirkels sowie zahlreiche Antiquitäten. So. Müssen wir eigentlich kein Geld für ausgeben. Erhält einen Punkt, um dein Talent oder Zauber zu steigern. 22 Gold. Scheiße. Nehmen wir trotzdem. Weil sonst kriegen wir die nie aufs Maximum. Schärpe des Archivars, das ist es. Da kriegst du nämlich anstelle von 50 kriegst du 75 Punkte. Macht aber jetzt, ist egal, lassen wir jetzt. Brauche eher was anderes. Was haben wir denn hier noch? Zucken. Ring der Zeitalter, der ist natürlich, ne, mördermäßig. 20% Resistenz auf alles, aber können wir nicht bezahlen. So, was haben wir hier noch? Geistheiler, müssen wir nicht unbedingt haben. Alte Landkarte des Reichs, wer war das denn nochmal? Konnten wir denn die alte Landkarte geben? Ich glaube, das ist der Kunari. Der Sten, meine ich, wäre das. Bin mir aber nicht ganz sicher.
So, ich glaube, das war's dann auch schon alles, ne? Können wir nicht nutzen. Moment. Morrigan. Kann die den Winteratem benutzen? Hat die 36 Magie? Hat die das? Bringung 40. So, ich wollte das 58. Zauberkraft 7. Kälteresistenz 3 Zauberkraft. Plus 10 Kälteschäden. Strahlkälte. Der ist natürlich schon, ne? Der ist natürlich schon ein absoluter Burner. Was ist denn mit der Win? Die haben doch noch keine 36 Magie. Beide nicht. Gucke ich erstmal nach. Ich glaube, das ist ein... Das wird hier nur nicht angezeigt. Ich meine... das haben die noch nicht. So, hier müssen wir gucken. Hier sind wir nämlich die Punkte. Na? So, Morrigan 36. 36, tatsächlich. Sollen wir den jetzt... ich weiß nicht. Sollen wir den kaufen? Ich erstmal die Morrigan. Nämlich meine wichtigste Zaubererin. Ich verstehe. Die kriegt jetzt erstmal den einen Punkt. Weiter. So, hier. Ach so, ja. Nach dem Kampf, den ich geführt habe, ist die Morrigan aufgestiegen. Ich habe mir den Feuerball dann schon mal geholt. Ne? Der ist nämlich ziemlich geil. Ich könnte jetzt natürlich das Inferno machen oder den Schneesturm. Beides ist gut. Aber ich nehme mal den Schneesturm. Der ist zwar auch für uns nicht so schön, wenn wir da reingeraten. Aber in der Regel kann man den so anwenden, dass die Feinde eingefroren werden da drin. Zumindest stark verlangsamt werden. Man selber positioniert sich außerhalb des Zentrums. Kann dann schön reinballern. Ist ein taktisch angewendet. Sehr, sehr schön. Moment, das kann weg. Oi, Morrigan. Du redest ja sonst nicht mit mir. So, gut, das reicht erstmal. Oder sollen wir uns den... Nein, wir holen uns den jetzt noch nicht, den Winteratem oder wie er heißt, den Stock da, den Zauberstab. Wir gehen erstmal hier weiter. Und gucken mal in diese Hütte, in Genitivis Haus. Ah, da gehen wir jetzt rein. Ich habe ja gesagt, wir werden uns alles angucken. Oh. Ein Buch. Die Geschichte der Kirche, Kapitel 3. Schaut an. Damit ist alles komplett, ne? Also, Kapitel 1. Bis hierhin. Kapitel 2. Kapitel 3, was wir gerade bekommen haben. Und das letzte Kapitel. Also, wenn ihr das lesen wollt, viel Spaß damit. Was haben wir hier? Bruder Ferdinand Genitivi, so wie es die Pflicht aller wahren Söhne der Kirche ist, den Gesang in allen Ecken der Welt zu verkünden, habe ich es zu meiner Pflicht gemacht, so viele Ecken der Welt wie möglich zu finden. Der Erbauer erwartet sicher nicht von uns, das eine ohne das andere zu tun. Auf der Suche nach Wissen, die Reisen eines Scholaren der Kirche von Bruder Genitivi. Bruder Genitivi ist einer der bekanntesten Scholaren der Kirche, nicht zuletzt wegen der von ihm veröffentlichten Geschichten, die zahlreiche Zeitgenossen eher für Ausgeburten der Fantasie halten. Über seine Reisen durch ganz Tedas.
Ob das habe ich wieder falsch betont. Ah, ich lasse mich mal zu sehr ablenken beim Lesen. Das ist nicht gut. So, was haben wir hier? Oh, da ist noch ein Buch. Ich mache das immer so. Wenn ich zum ersten Mal in ein Haus komme, dann gehe ich erstmal in alle Zimmer, guck mal alle Bücher an und dann begrüße ich erst den Gastgeber. Drachenkulte. So. Ja, Drachenkulte. Na, auch hier viel Spaß. Wie gesagt, es gibt eine ganze Menge zu lesen. Ja, ich weiß ja, was da so drin steht. Dann werden wir uns mal mit Valen unterhalten. Ja, was wollt ihr hier? Wer seid ihr? Ich heiße Valen. Ich bin der Assistent des Scholaren Bruder Genitivi. Das hier ist sein Haus. Ist übrigens auch immer so, dass ich irgendwo in ein Haus reinrenne und mich nicht vorstelle, sondern erstmal frage, hör mal, wer bist denn du? Na, macht man ja so. Ja, und wo ist er? Ich suche ihn. Dann sind wir schon zu zweit. Ich habe Bruder Genitivi seit Wochen nicht gesehen und auch keine Nachricht erhalten. Das sieht ihm gar nicht ähnlich. Ich fürchte, ihm ist etwas zugestoßen. Genitivis Nachforschung wegen der Urne haben ihn womöglich in Gefahr gebracht. Ihr glaubt, er ist wegen der Urne in Schwierigkeiten? Vielleicht gilt die Urne nicht ohne Grund als verloren. Ich bete für Genitivis Wohlbefinden. Aber täglich schwindet meine Hoffnung mehr. Ich wollte Hilfe schicken. Vor einiger Zeit waren Ritter aus Redcliffe hier, die zu ihm wollten. Ich habe ihnen alles gesagt, aber sie sind auch verschwunden. Hm. Was habt ihr ihnen denn gesagt? Nein, fragt mich nicht nach ihrem Ziel. Ihr würdet ihnen folgen und womöglich dasselbe Schicksal erleiden. Diese Suche ist ein Fluch für uns alle. Manche Dinge sollten einfach nicht gefunden werden. Das ist mir jetzt klar. Ich werde das Risiko eingehen. Sagt mir, wohin er gegangen ist. Also gut. Vor seiner Abreise hat er nur gesagt, er würde in einem Gasthof in der Nähe des Kalenhardsees absteigen, um in der Gegend einer Spur nachzugehen. Was genau für eine Spur? Das weiß ich nicht. Ich bin seine Unterlagen durchgegangen und dort stand nur, dass er in dem Gasthof absteigen wollte. Ihr habt gerade gesagt, dass er es euch persönlich erzählt hat. Ja, natürlich hat er es mir erzählt. Aber ich bin auch seine Papiere durchgegangen, um weitere Anhaltspunkte zu finden. Ihr wirkt nervös, Verbeck. Das ist nicht wahr. Ich habe euch alles erzählt, was ich weiß. Bruder Genitivi hat uns... hat mir von dem Gasthof erzählt. Das war alles. Wer ist uns? Uns? Ich meine mir. Es gibt kein uns. Ach, was soll das ganze Theater? Ihr hattet die Chance zu gehen und Genitivi und die Urne einfach zu vergessen. Aber ihr musstet ja nachbohren. Und jetzt stehen wir hier. Andraste, vergib mir. Ich tue dies in deinem Namen. Ui. Scheiße. Habt ihr gesehen? Feuerball? Eieieiei. Ich versuche ihn mal zu betäuben. Vielleicht gelingt mir das. Irgendwelche Befehle? Ja, fuck. Drauf. Und drauf. Ja? Ich bin dran. Win, mach mal. Nein, Win macht erstmal den. Und die Morgan macht den Schrecken. So. Ne? So. Eieieiei. Bruder Genitivi, der Scholar, nicht Scholar, der Andrastes letzte Ruhestätte finden wollte, wird vermisst. Sein Assistent Valen hat dir erzählt, dass Genitivi aufgebrochen ist, um einer Spur nachzugehen. Als du weiter nachgefragt hast, wurde der Mann, der sich Valen nannte, allerdings immer verschlossener und er hat dich schließlich angegriffen. Nun ist er tot. Ja, wenn er mich angreift, passiert sowas. Betrachtet so, es als erledigt. Schauen wir mal, was haben wir denn? Ein Lyriumtrank. Das ist was Schönes. Das können wir verkaufen. Wir haben hier so ein bisschen Platz geschaffen gerade. Gehen wir mal da hinten hin. Was haben wir denn da? Noch ein Buch. Die Hierarchie der Kirche.
So. Ja, langsam füllen sich unsere Seiten. Wer es lesen möchte? Viel Spaß. Ich habe doch gerade noch was gesehen hier. Was haben wir denn da? Ist was drangehängt worden? Seine Reisen und seine übersteigerte Neugier führten ihn zum Studium der Volkskunde, was ihm letztlich die Idee weckte, das bekannteste Artefakt von allen aufzuspüren. Die Urne der heiligen Asche. Naja, sowas wie der Kelch des, von Jesus, ne? Der heilige Gral. Er verkündete, er habe die Spur der Urne gefunden, verborgen in den Legenden der Regionen, die sie auf dem Weg von Minoratos bis in ihr endgültiges Versteck durchquert hätte. Ja. Ich hoffe, der gute Mann lebt noch, ne? Also, oh, da liegt ein Leichnam. Symbol der Andraste, das ist was für Liliana. Und Genitivis Nachforschungen. Bruder Genitivis Nachforschungen deuten darauf hin, dass sich in dem Dorf Haven in den Bergen im Westen möglicherweise Hinweise auf den Verbleib der Urne finden lassen. Er muss nach Haven gegangen sein, um seine Suche dort fortzusetzen. Der Leichnam des echten Waylon. Ich habe es befürchtet. Ups. Er hat ja auch was von der Pinte in Kellenet gesagt, ne? Und wir haben noch eine Aufgabe hier. Genau. Ihr erinnert euch, ne? Der Feldwebel hat uns gebeten, hier irgendwie die Söldner, die hier sich hier rumtreiben. Ob es hier wohl einen guten Pflaumenwein gibt? Alte Säuferin. Mich uns um die Söldner zu kümmern. Politik in Ferelden. Ja, auch hier gibt es eine ganze Menge dazu zu sagen. Warum soll ich euch das alles erzählen, wenn es doch hier steht? So, was haben wir denn noch? Noch ein Buch, meine Herren. Was ich schon gelesen habe in meinem Leben. Alleine dadurch, dass ich Computerspiele spiele. Betrachtet es als erledigt. Nevarra. Ja. Empfiehlt mal eine Grenze zwischen Orléans und Nevarra von Chevaliers an der Einreise gehindert wurde. Einfach mal lesen. Da haben wir eine Kellnerin. Können wir mit ihr reden? Viel los heute. Ja. Und ein Schankwirt. Oh, wenn er schon auf. Was darf es denn sein, Fremder? Wenn er schon so ein Ausrufezeichen hat, ne? Ganz einfach hat er, ne? Braucht jemand Hilfe? Möglicherweise bei etwas, das nicht vollkommen legal ist. Ah. Ne? Correspondensus Interruptus. R hat eine kleine Bitte. Es ist immer gut, einen großen Namen in der Hand zu haben und es gibt nichts Besseres, als diesen mit heruntergelassenen Hosen zu erwischen. Würde irgendjemand bei seinen Reisen auf Briefen ungebührlicher Liebender stoßen, so kenne ich gewisse Spezialisten, die aus derartigen Schreiben großen Nutzen ziehen könnten. Wenn ihr sie dem Schankwirt gebt, wird euch eine großzügige Investition in zukünftige Manipulationen ausgezahlt werden. Ich habe die, glaube ich, noch nie alle gefunden. Ich habe jetzt mal ein paar reizbare junge Partner übergenommen. Auch okay. Handlungshilfen, der Ärger mit dem neuen Blut. Der Ärger mit dem neuen Blut sucht nun auch mich heim. Durch meine alternativen Methoden mussten einige federn lassen und sie haben mich dafür bei meinem Hauptlieferanten angeschwärzt. Darum mache ich allen freigeistigen Freunden, die einen Verbündeten suchen und etwas Kleingeld gebrauchen können, diesen vorhin 15 Giftextrakte dürften mehr als ausreichend sein. Okay, Giftextrakte braucht er 15.
Das sieht so. Mhm. Ja, dann werden wir uns darum mal kümmern, ne? Ihr seht, wir haben noch eine ganze Menge Quests. Die werden wir nach und nach abarbeiten. Jetzt will ich mich erstmal um Haven kümmern und um den Bruder Jimmy TV. Sophies Wache. Kommen wir später zu. Jetzt gehen wir erstmal hier rein. Anführer der Roten Ruder. Mhm. Mach mal den. Und dann gehen wir hier rein. Und sagen mal Hallo. Was glotzt du so? Wir sind die Roten Ruderer. Rote Ruderer? Hast du noch nie von uns gehört? Wir sind Söldner aus allen Teilen der Welt. Wir haben viele Schlachten gewonnen. Und heute Nacht trinken wir, bevor die nächste kommt. Mhm. Was genau haben Sie angestellt? Hier schmeckt uns das Bier aber am besten. Und der Wein. Und es ist weniger Kotze auf dem Boden. Solange wir zahlen, bedienen Sie uns schon. Okay, die sind es nur Frage und die ganz schön schwer. Die können euch das Leben ganz schön schwer machen. Wäre euch mit mehr Frauen nicht lieber. Freundliche Frauen, lebt wohl. Ich möchte mich aber gerne kloppen. Wir sind Veteranen vieler Schlachten. Wer bist du schon? Ihr hattet eure Chance. Tja, dann ist es Zeit für ein bisschen Training. Genau deswegen habe ich es eskalieren lassen. So, warte mal, wen haben wir denn hier? Wir haben hier den Alien. Steht alles. Steht echt günstig, Leute. So, pass mal auf. Morgan, du gehst mal da so hin. Vin, du gehst mit. Und Alien und... Alistair geht da hin. Wie ihr... Und Alien lässt sich einfach nur verkloppen. Was für ein Depp, hä? Huh? So, ihr werdet eingefroren. Alien macht einmal hier den Schlangentanz. Zack. Und... Alistair haut ihn mal um. Ja, würde ich sagen. So, Win, ihn zerschmettern. Morgan, ihn. Wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber mal gucken, vielleicht kriegst du ihn zerschmettert. Alien macht immer noch den Wirbelsturm und du hast ihn. So. Morgan, machst du mal ihn bitte einmal kurz. Erschrecke ihn mal ein bisschen. Und du fängst ihn ein. So. Du da drauf. Mit. Uiuiui. Umhauen. Kriegt er nicht hin. Wahnsinn. Gut, Morgan. Auf ihn mit, ups, mit eisiger Umarmung. Win. Die Win schießt auf ihn mit den Bolzen. So, Alien ihn stunnen, Alistair ihn mit Schildhammer stunnen, wenn es geht. Morgan hier drauf, ziehen wir ein bisschen Energie ab und Wind macht auch weiter. Och, Alien liegt schon wieder im Dreck, ich glaub's nicht. Wind ihn einmal umhauen.
Morgan. Greift sich mal einen Trink rein. Oh. Zwei Waffen. Er hat einen auf die bekommen. Die Win muss mal ein Stückchen hier rüber gehen, ja. Und die Morgan wird die beiden noch mal ein. Und macht ihn dann weg. Die Win greift sich auch was rein. Macht dann erstmal Wiederbelebung. Alistair haut hier drauf. Morgan ihn zerschmettern. Win einmal Gruppenheilung. Gut, mach die Hände schmutzig. So. Die waren ein bisschen stärker, ne? Was habe ich denn abbekommen? Ein Knochenbruch. Naja, gut, da kann man schon mal hinfallen. Können wir dem Feldwebel Bericht erstatten? Der wird sich freuen. Also, ne? Ihr merkt, es gibt noch wird ein paar erledigt. Richtig starke Gegner und wir brauchen dringend Elfenwurzel. Ich bin am Überlegen, ob wir einen kleinen Abstecher machen, bevor wir uns Richtung Haven bewegen. Nach. Zu den Dalish. Da gibt es auch wieder so viel zu lesen und so anzuhören und sowas. Wir brauchen echt Elfenwurzel. Ist hier irgendwo ein Händler? Ich bin am Überlegen. Gibt es hier irgendwo einen Händler, wo wir uns ein bisschen eindecken können? Und. Upp. So. Ich bin bereit. So. Ihr seid alle bereit. Das ist gut. Jawohl. Ich könnte beim Wirtmann nochmal nachfragen. Ja, den haben wir hier. Der Erbauer segne euch, Wächter. Ja, danke, dich auch. Todesnachricht. Es ist stets eine traurige Pflicht, die Nachricht vom Tode derer zu überbringen, die im Dienste der Gilde gefallen sind. Also, die Namen sind Witwe Irena in Redcliffe, Larana am Kernertsee. Das ist beides in Redcliffe. Nee, Quatsch, Kellnertsee ist woanders. Sowie Sarah und Tania in Denerim zugestellt werden. Ah. Ich habe Angst wegen der Sarah. Gute Leute, auf uns wartet Arbeit von zwei Seiten und jeder muss einen Teil dazu beitragen. Die Freisteller sind bereit, jede Person, die uns ein Geschenk in Form von 20 Wundumschlägen macht, dafür zu bezahlen. 20 Wundumschläge? Seid ihr irre? Na, ich nehm's mal an. Aber wir werden noch genügend Elfenkräuter bekommen. Wir bedauern zutiefst, euch mitteilen zu müssen, dass euer Gatte gefallen ist. Er starb so, wie er gelebt hat. Ehrenhaft und bei der Erfüllung einer wichtigen Aufgabe für unsere Sache. Seid sicher, dass wir die Übeltäter zur Strecke bringen und seinen Tod rächen werden. Bitte nehmt mein Beileid für euren Verlust an. Relnor Hawkwind. Ob das jetzt wirklich eine Witwe tröstet? Ich habe da ja so meine Zweifel, aber kann mich da natürlich auch irren. So. Gut, die sind alle erledigt. Dann gehen wir mal zum Feldwebel hin und vorher. Ups. Edwina, gute Arbeit, wie ihr das Gesindel verjagt habt. Wie sie da so steht, ne? Gut, Shankwirt. Was darf es denn sein, Fremder? Ich möchte mal wissen, was du so anzünden hast. Seht euch einfach um. Mal schauen, was der so hat. Also wir können auf jeden Fall. Das können wir im Moment alles sehr gut gebrauchen. Habt ihr gerade gesehen, ich habe es auch schon nicht eingesetzt, weil wir im Moment nicht, wir können sie nicht nachbilden, ne? Also nachbauen, das ist echt scheiße. 7 Wildwürfe, Elfenwurzel nehmen wir. So, Fläschchen haben wir noch genug. Bier ist ein Geschenk, nehmen wir mit. Tiefenpilze bräuchten wir auch, aber einer, pff, ne, ganz ehrlich. Starker Wundumschlag.
das nehmen wir noch mit. Dann haben wir das. Die schwache Verletzungsausrüstung reicht. Die starke macht bis zu 2 Schäden weg, aber in aller Regel renne ich nicht mit dem Schaden, was ich, den ich habe, einen dauerhaften Schaden rum. Von daher reicht die normale schwache Verletzungsausrüstung. So, was haben wir hier noch? Da ist noch die Kellnerin, da ist noch eine Kellnerin. Ihr habt also eure Schwester getroffen. Halbschwester, ja, habe ich. Und ihr habt versprochen, ihr zu helfen? Ja, und? Warum habt ihr das getan? Die Frau ist ein Parasit, die keine eurer Taten zu schätzen weiß. Das ist euch doch klar. Es sind Augenblicke wie dieser, in denen ich froh bin um den Unterschied zwischen euch und mir. Es sind Augenblicke wie diese, in denen ich mich frage, worin der Unterschied zwischen euch und einem Fliegenpilz überhaupt besteht. Morgan ist ein echter Sonnenstern, ne? Muss man sagen, Sonnenschein. So, was haben wir denn hier noch für ein Buch? Die Legende von Callenhead. Kapitel 3. 1, 2, 3. Gibt's auch. Könnte sein, dass noch ein viertes da ist. Ich gehe mal mit euch die ersten 3 durch, ne? Also einmal. Zweimal. Und dreimal. Ich glaube, es gibt noch einen vierten Teil. Aber die 3 könnt ihr euch schon mal lesen. Merkt euch Folge 60. Da sind die 3 Folgen dann zu sehen. So, was haben wir hier? Da ist nichts weiter. Eine leere Truhe. Auch nicht schlecht. Ich weiß, warum die leer ist. Das hat seinen Grund. Ah, noch ein Buch. Rivane. Mein Reisen, bla bla bla. Bruder Genitivi, ne? Erzählt was über Rivane, bitte. Und weiter geht's. Was haben wir hier? Feuerpfeile. Also Feuerpfeile finden wir reichlich, ne? Ui. Die Wind ist befördert. Sehr schön. Ein Tiefenpilz, ein Diamant, Seidenteppich und 2 Gold. Das ist sehr geil. Das ist nun sehr geil. So, dann schauen wir mal kurz. Die Win. Die Win, Win, Win. Die Win, die Win. Siegel des Rückstoßes. Ich wollte, glaube ich, da. Das müssten wir auch machen. Das können wir über Morrigan noch hinkriegen. Ich würde sagen. Wir machen jetzt bei der Win erstmal noch diese beiden. Neutralisierung und Rückstoß, die sind sehr wichtig. Hier kommt keiner an uns ran, fällt sofort um. Und hier, wenn jemand zum Beispiel hier im zermalmenden Gefängnis gefangen ist, dann wirkt man dieses Siegel der Neutralisierung und die befallene Person, die dort gefangen ist, ist sofort befreit. Also es ist schon sehr, sehr, sehr kräftig und sehr wichtig. Das werden wir auf jeden Fall machen. Moment, was brauchen wir denn, wenn wir... das ist hier. Die Veränderungsgeschichten, die sind auch sehr geil. Boah, die sind so geil. Die Todeswolke ist mega geil. Da sind richtig geile Sachen dabei. Aber wir müssen uns da ein bisschen entscheiden. Also hier haben wir alles ganz gut abgedeckt über Morrigan. Hier haben wir das. Und ich würde sagen, die Geistes... Geschichten sind auch noch Morrigan und sie kriegt dann hier noch ein paar Veränderungssachen. Hier ging bis Magie 33, ist nicht so weit. Fluch des Todes ist auch geil. Kontinuierlich kriegt der Gegner da Schaden und wenn du Massenlähmung hast, ist auch genial. Machst einen großen Bereich, da sind dann vielleicht 10 Leute drin, die sind alle gelähmt. Mega geil. Dann noch eine schöne Feuer... hier so ein Feuerball hinterher. Und du hast auf einen Schlag sofort eine ganze Menge Leute vernichtet. Also richtig gute Sachen dabei. Und die können, lassen sich dann teilweise auch noch kombinieren. Wenn sich die Siegel übereinander verbinden, gibt es wieder einen neuen Effekt. Also ist schon richtig, richtig fein.
So, 33 und wenn ich bis hierhin komme, 35. Also Magie können wir in jedem Fall. Aber 14. Hier möchte ich ein und dann möchte ich 2 auf Magie. So, weil um das hier zu machen, reicht es sowieso und das kriegen wir dann beim nächsten Mal auf jeden Fall hin. Ne? So machen wir das. So, die Es gibt viel zu tun. Hat jetzt noch ein Siegel bekommen, was sehr schön ist. Komm mal her. Komm mal her. So. Na? So. Wunderbar. Das freut mich ungemein. So, was haben wir hier noch? Eine Vase. Wie ihr meint. Oh ja, ja, wir müssen mal langsam wieder zum Ende kommen. Wir sind schon bei 55 Minuten laut meiner Uhrzeit. Das ist der Hammer. Ups. Die Zeit vergeht. Ich wollte eigentlich noch mit euch nach Haven. Mache ich dann in der nächsten Folge. Wir gehen jetzt noch schnell zum Feldwebel. Und ich lasse dann ganz bewusst... Hier wollte ich eigentlich auch mit euch rein. Das lasse ich aber im Moment... Oder doch, da müssen wir eigentlich mal vorher rein. Ja, wir müssten nicht, aber macht Sinn. Edwina sendet euch ihren Dank, dass ihr euch um die roten Ruderer gekümmert habt. Sie hat ihren Sport bekommen und ist so zufrieden wie ein Schwein im Schlamm. Hier ist eure Bezahlung. Ihr habt mir wirklich sehr geholfen. Immer gerne doch. So. In Wades Laden. Wollte ich auf jeden Fall rein mit euch. Mache ich auch doch noch, ja. Hier kann man Rüstungen herstellen lassen. Und natürlich auch verkaufen, ist klar, ne? So, da ist der Meister Wade. Da hinten ist eine Truhe, da gehen wir erstmal hin. Gucken, was er da hat. Ein Liebesbrief. Ich habe keine Ahnung, welche wir jetzt schon gelesen haben und welche nicht. Mit all meiner Seele. Gedöns, Gelaber und Gesülze. So, dann haben wir hier die Herren, bla bla bla. Wir quatschen mal mit dem Wait. Einmal speichern. Herren, die blöden Kunden nerven mich schon wieder. Wofür bezahle ich euch eigentlich? Verzeiht, verzeiht. Wait ist ein Genie. Seine Arbeit wird euch erstaunen. Aber er führt keine Kundengespräche. Wenn ihr etwas braucht, sprecht bitte mich an. Und sagt ihm, er soll mir auch nicht über die Schulter schauen. Ich muss nachdenken, verdammt nochmal. Es tut mir wirklich sehr leid. Na gut, wenn der Wade nicht mit uns reden will, dann reden wir mal mit Herren. Willkommen, Freunde. Willkommen in Wades Laden. Wir haben die besten Rüstungen in Denerim, vielleicht sogar in ganz Ferelden. Womit können wir euch dienen? Erzählt mir von ihr Wade. Ihr seid wohl nicht von hier. Wade ist vermutlich der genialste Rüstungsschmied in ganz Ferelden. Das stimmt nicht, Harren. Die besten Rüstungen fertigen die Zwerge von Orsama an. Die rostanfälligen Dosen, die ich wegen euch herstellen muss, sind im Vergleich dazu wertlos. Ihr gebt mir nie die Zeit oder das Material, etwas Besonderes anzufertigen. Kunden erwarten ihre Rüstung innerhalb eines überschaubaren Zeitraums. Nicht nach mehreren Jahren wie beim letzten Mal. Das ist einmal passiert. Ein einziges Mal. Und ihr reitet ewig darauf herum. Wer hat denn hier das Sagen? Ich? Wade ist zwar der Besitzer des Ladens, aber ohne die Unterstützung eines Experten und, nun ja, einige Denkanstöße, sagen wir einfach, dass sich der Laden deutlich entwickelt hat. Dank unserer Partnerschaft. Aber ich vermisse die gute alte Zeit. Damals konnte ich mir noch die Zeit nehmen, um wirkliche Qualität herzustellen. Oh, ihr könnt sie jederzeit wieder haben. Ebenso wie den Haferbrei, den ihr so mochtet. Nein, nein. Tut mir leid, Harren. Was habt ihr denn so anzubieten? Wir gehen mal rein und gucken mal. Der Wade kann richtig geile Rüstungen anfertigen. Dafür brauchen wir aber die Materialien, zum Beispiel Drachenhaut. Und ja, die müssen wir uns erstmal besorgen.
So, haben wir hier irgendwas, was wir verkaufen können? Die Runen müssen wir auch mal anwenden. Dafür müssen wir ins Lager. Da müssten wir auch noch Gespräche führen. Die Wolfsfälle, die gehen mal weg. So, das leere Pergament können wir auch verkaufen. Gravierte Silberschüssel brauchen wir auch nicht. Seidenteppiche. Brauchen wir auch noch? Nee. Kriegen wir in späteren Folgen noch genügend. Einmal weg. Granat. Granat brauchen wir noch. Ist gar nicht so wertvoll, aber brauchen wir noch. Reichen 10? Ich weiß das nicht mehr. Verdammte Hacke. Blutspat kriegen wir reichlich. Kann weg einmal. Was haben wir hier? Das ist ein Geschenk. Das bleibt. So, Schlüssel zum... Ja gut, das ist... Hat sich erledigt. Die Feuerpfeile. Das ist unglaublich, ne? Das ist echt unglaublich. Alle verkaufen. So. Die bürgerliche Kleidung geht weg. Sind wir jetzt bei 79. Den Speicher der Dalish wollte ich behalten. Okay. Haben wir soweit alles. Und oh, wir sind bei über einer Stunde. Wahnsinn. 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 Gut. Wir müssten jetzt eigentlich nochmal in die Gassen und wir müssten hier mit der Sarah reden. Ich mache mal Folgendes. Ich speichere jetzt einmal. Na? Und dann gehe ich mal zu der Sarah. Mal gucken, ob es jetzt funktioniert. Was ist das? Ein Strumpf. Ein schmutziger Strumpf. Wie kommt haben wir er schon in mein gehabt, Bett das Gespräch? Vielleicht mag er euch. Strümpfe sind ziemlich gerissen. Mir gehört er jedenfalls nicht. Euer Name ist eingestickt. Oh, das gehörte zur Templerausbildung, damals in der Kirche. Die Männer haben immer ihre Strümpfe verwechselt. Nun, tut mir leid. Ich befreie euch umgehend davon. Einer meiner Strümpfe ist ohnehin etwas feucht. Da tut ein Wechsel Not. Ihr wollt ihn anziehen? Er ist schmutzig. Und trocken. Wir sind auf dieser Reise nicht gerade mit Luxus verwöhnt. Ihr habt schreckliche Unarten angenommen. So, jetzt also, ne? Gehen wir hier nochmal rein. Ja? Ich habe einen Brief der Blackstone-Freisteller für euch. Lasst mich mal sehen. Warum? Was hat er getan, um das zu verdienen? Tut mir leid. Aber anscheinend Magie soll dem Menschen dienen und geht es jetzt. Ich mache aber mal lieber einen festen Spielstand. Marktviertel von Denerim. Na, weil wir haben es vorher gespeichert und jetzt nochmal, wenn der nicht funktioniert, dann muss ich nicht so weit zurück, ja, und wieder von vorne beginnen. So, wir sind zwar bei einer Stunde, 3 Minuten, ich mache aber noch einen letzten Gang mit euch. Und zwar, seht ihr, wir haben einmal hier Bürgerkrieg, da können wir ein bisschen was regeln und dann haben wir hier das Dorf von Haven. Und er hat ja uns, dieser falsche Valen, hat uns ja gesagt, der Hafen Kellenersee, da wäre dann auch irgendwie da das angeblich Genitivi dort war. Ich nehme an, er wollte da auch tatsächlich mal hin. Außerdem gibt es da noch was. Wir machen jetzt eins. Wir gehen zum Bürgerkrieg. Ja? Das machen wir eben. Und dann gehen wir noch zum... Dann machen wir Schluss. Dann machen wir Schluss. Ich könnte noch so lange spielen. Es macht echt Laune. Aber dann wird die Folge zu lang. Was haben wir denn hier? Ui! Eine Abscheulichkeit. Ja, dann mal Folgendes. Alien dorthin. Alistair geht mit. Vin dorthin. Und Morgan dahin. Ich erwarte eure Befehle. So, Morgan. Einfrieren. Drauf. 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 Können wir den betäuben? Okay, können wir ihn auch Schrecken einjagen? Das kann man nicht, aber wir können ihn bestimmt
einfangen. Siehst du, es hat uns eine ganze Menge Zeit verschafft, dass wir ihn nochmal einfrieren können. Und jetzt können wir ihn nochmal den und ne, den. Ja. Ich bin so. Autsch. War schon kräftiger, ne? Aber wir waren besser. Feldspatring. Okay. Hat jetzt im ersten Moment keinen tieferen Sinn. Reynolds! Reynolds Tagebuch, den sollten wir doch finden. Quest aktualisiert. So, Moment. Was steht hier drin? Wer diese Notiz findet, den flehe ich an, meine Aufgabe zu verhindern. Ich bin Reynolds, Meister Magier und Mentor des fehlgeleiteten Naren Heshir. Mein junger Schüler hat sich unbeschreiblicher Magie gewidmet und ich habe geschworen, ihn deshalb bis ans Ende der Welt zu verfolgen. Wenn ihr dies lest, hat mein Schüler die Oberhand gewonnen und bereits meinen letzten Atem geraubt. Ich bitte euch, in diesen alten Wald der Elfen vorzudringen und der Bedrohung durch die Abscheulichkeit, zu der mein vormals geschätzter Schüler geworden ist, ein Ende zu bereiten. Falls ihr das tut, so behaltet zum Dank den Feldspatring, den mein Schüler am Finger trägt, und möget ihr nie eine so vollständige Niederlage erleiden, wie ich sie mir nun, da ich dies schreibe, eingestehen muss. Reynolds. Ja, der arme Kerl, aber wir haben ja, ne, den Feldspatring schon bekommen. Und wir kriegen auch noch Elfenwurzel. Können wir echt gut gebrauchen. Mal eben so nebenbei eine Quest gelöst. Schau an. Eigentlich wollte ich nur zum Bürgerkrieg. 1:07. Ich mag. Fängt eure Asche von Benthelm ins Land. Wir beugen nicht das Knie vor Loghain. Loghain ist der Regent. Er fordert eure. Wir sind keine orlesianischen Speichelecker. Wir schulden niemandem unsere Gefolgschaft. Verschwindet! Nehmt ihre Länder gewaltsam ein, Männer! Auf Befehl des Regenten! 1:07, ich glaub's nicht! Also, pass auf! Alien, ganz schnell! Hier, Loghain, Alistair, da, Morrigan, ihn, umhauen, bin, ihn, umhauen. So. So, machen wir hier noch. Einmal den. Einmal den. Dann einmal den. Und einmal den. So. Macht er ja auch. Ja, macht er. So, der ist erledigt. Bin kümmert sich um den da oben, und zwar damit. Und die Morrigan macht damit. Ah ne, die Morrigan geht auf ihn drauf, und zwar mit dem Schrecken. Todes? So schnell ging das. Du hast Loghains Truppen abgefangen und zweifellos seine Pläne geschadet. Kehre zum Kirchengremium zurück und berichte vom tragischen Verlust. Ja, ich meine, die Soldaten, die tun mir natürlich leid. Ne? Die Soldaten sind immer die Doofen, die dann letztendlich das Ganze ausbaden müssen. Aber immerhin haben die richtigen Soldaten keine Verluste hinnehmen müssen. Und das ist ja auch was wert. So, okay, ihr Lieben. Wir machen jetzt Folgendes. Wir machen jetzt hier Speichern. Und ich sage vielen lieben Dank dafür, dass ihr immer noch einschaltet und dabei seid. In der nächsten Folge gehen wir dann weiter nach Haven. Machen aber vorher noch kurzen Zwischenstopp in Kelnet, am Kelnetsee. Da müssen wir auch noch was übergeben. Und dann gehen wir nochmal in die Taverne rein und dann geht's nach Haven, weil wir wollen ja Bruder Genitivi finden und nach Möglichkeit auch die Asche von Andraste, damit wir den Aal von Radcliffe
Al-Eman auch heiraten können, genau, heilen können. Ja, das ist so der Plan. Ich wünsche euch bis dahin erstmal alles Gute, macht's gut. Vielen Dank, gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Sagt mir, was euch nicht gefallen hat. Abonniert mich, empfehlt mich weiter und seid beim nächsten Mal dabei. Bis dann, tschüss, euer Alien.